Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen und Moderatorinnen des Landes. Das sage ich nicht nur, das glaube ich auch. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Das ist die Web-Talk-Show. Ich bin Nico Gutjahr und heute zu Gast Maren Gilzer. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo Nico. Ja, ich bin hier am Stadtrand von Berlin und es geht mir sehr gut. Die Sonne scheint, schönes Wetter. Das freut mich. Und du hast gerade wahnsinnig viel vor. Stichwort gesunder Shot. Ja. Ich habe zusammen mit meinem Mann einen Multishot rausgebracht und da sind 10 erlesene Ingredienzien drin, aus reiner Natur, von Ingwer, Aronia, Acerola, Kurkuma, Sanddorn, Zitrone und Apfel, Cayennepfeffer, schwarzer Pfeffer, habe ich irgendwas vergessen, Topinambur, Acerola, Aronia, habe ich das schon gesagt? Ich glaube, ja. Vor allen Dingen Ingwer. Und das ist von mir und einem Lebensmittelexperten ayurvedisch perfekt zusammengestellt. Und soll eben gut sein oder ist sogar gut. Ich sag das jetzt einfach mal so, weil am eigenen Leib und an den von meinen Freunden und Verwandten habe ich das auch festgestellt, ist gut fürs Immunsystem. Wie kam es dazu, dass du und dein Mann gesagt habt, das fehlt noch, das wird noch gebraucht? Na, es war halt so, dass ich vorher immer versucht habe, so als Selbstständiger ist es ja so, dass man es sich nicht erlauben kann, krank zu werden. Mein Immunsystem war aber nie besonders gut. Also jedes Mal, wenn der Wind aus der falschen Richtung weht, hatte ich eine Erkältung. Und ich habe dann natürlich auch viel mit Chemie und chemischen Vitaminen das versucht zu steigern. Aber da haben immer alle gesagt, ist nicht so gut. Also hat man sich so Smoothies gemacht und ganz viel Ingwer und Zitronentee und was weiß ich. Aber so richtig happy war ich damit nicht. Noch dazu, wo es auch immer viel Arbeit macht und unterwegs war es auch nicht immer leicht, das zu bekommen. Und dann bin ich auf Ingwer-Shots aufmerksam geworden. Und dachte mir, das ist eigentlich perfekt, aber da war eben nur Ingwer drin und die schmeckten auch nicht besonders. Und weil mein Mann aus dem Pharmabereich kommt, habe ich eben mir gedacht, das wäre doch was für die Apotheken. Die bieten einfach immer nur Chemie an und die haben überhaupt nichts in Richtung Bio und natürlich. Und so ein Shot für die Apotheken wäre doch eine gute Idee. Also haben wir uns rangesetzt und haben diesen Shot entwickelt. Und dann haben die Apotheken gesagt, na endlich, wir wollten sowieso natürlicher werden. Nein, die sind sehr altmodisch. Und es kam Corona. Wir kamen im Februar raus und im März war Lockdown im letzten Jahr. Und es hieß, keine Messen funktionierten, keine Expo-Farm. Alles, was wir an Marketingmaßnahmen geplant hatten, lief nicht. Das war einfach nichts. Konnten wir nicht machen. Wir konnten keinen Außendienst rausschicken. Und in den Apotheken wurde es auch immer schwieriger, weil da durfte man nur mit Abstand rein und wirklich nur noch sein Rezept reinhalten. Die hatten also die Nerven nicht, neue Produkte aufzunehmen in ihrem Markt. Also mussten wir das ganze Marketingkonzept total umstellen. Aber jetzt so langsam und sicher interessieren sich auch mehr und mehr die Apotheken dafür. Aber wir werden langfristig auch sehen, dass wir in den normalen Einzelhandel kommen. 6-7 Jahre ist es her, dass Yvonne Habermann das letzte Mal bei In aller Freundschaft zu sehen war. Deine Rolle, die sehr beliebte Krankenschwester. Wenn du heute an die Zeit zurückdenkst, an den Abschied, ist das mehr Lächeln oder mehr Weinen? Uff, das war natürlich erstmal auf jeden Fall weinend und ich finde es auch immer noch schade, weil das war ein schönes Arbeiten, es war ein tolles Team mit netten Kollegen, also ich hatte da sehr viel Spaß und ja, und man musste sich keine Sorgen zu machen, man war von der Straße. Das ist jetzt schon viel schwieriger, auch gerade in Corona-Zeiten, als Medienschaffende Jobs zu bekommen. Und die Branche ist auch immer schwieriger und immer härter geworden. Und insofern ist es einfach so, dass wenn man eine durchgehende Rolle in einer Serie hat, das ist schon wie ein Sechser im Lotto. Und 16 Jahre warst du da. Ich habe vor kurzem auch mit Jutta Kammern, mit der Wunderbaren, gesprochen. Mhm. Und die hat auch gesagt, dass sie das damals ganz fürchterlich fand, als eben die Stars der Serie irgendwie der Reihe nach gehen mussten, um eben, ja, anstatt dass es eine vernünftige Zusammenkunft von jüngeren und älteren Talenten gibt, einfach gesagt wurde, alle Älteren raus. Ja, und unter den Älteren zählte eben auch ich. Ja, das war halt so. Aber ich glaube, es ging auch darum, dass die, die schon von Anfang an dabei waren,
haben sie gesagt, die waren jetzt lang genug zu sehen und jetzt wollen wir Platz machen für neue Gesichter. Ich glaube, die Fans fanden es auch nicht so toll, weil die haben ja auch ihre Gesichter liebgewonnen und die Geschichten mit denen. Aber nun ja, es ist halt so gekommen und da muss man mit leben. Aber ich kann ja froh sein, dass ich so viele Jahre dabei war. Wann hat man das denn schon mal heutzutage? Wie hat dich denn, wenn ich fragen darf, die Nachricht damals erreicht, dass du gehen wirst? Nun ja, ich war ja vorgewarnt. Unser ursprünglicher Producer, der so in Gesprächen, die wir geführt haben, der hat schon gesagt, also wenn ich nicht mehr hier bin, dann kann ich euch sagen, dann werden einige Köpfe rollen. Ich muss jedes Jahr kämpfen, dass der Stammcast erhalten bleibt. Der war eben noch einer von der alten Schule. Und als es dann hieß, ja, er verlässt uns, wusste ich, also die nächste Vertragsverhandlung, da gibt es keine Verlängerung. Und als es dann hieß, ja, wir reden jetzt über die Drehbücher und komm doch mal zu uns mit deinem Manager. Da hat mein Manager gesagt, ach, die besprechen jetzt wahrscheinlich, Yvonne wird Oberschwester und ich nix da. Wenn die dich mit einladen, dann heißt es, tschüss, war nett. Und so war es dann, so war es dann auch. Also insofern war ich etwas vorgewarnt und es hat mich nicht so ganz hart getroffen. Und wenn man so lange wie ich in der Medienbranche ist und man bekommt immer nur Jahresverträge, weiß man auch, warum sie einem nur Jahresverträge geben. Damit man eben jederzeit sich neue Gesichter holen kann. So war es ja auch beim Glücksrad davor. Und insofern kenne ich die Branche und rechne immer mit dem Schlimmsten und freue mich, wenn es nicht eintritt. Du hast 1994 Schauspielunterricht genommen, um eben in diese Richtung zu gehen. Und ich weiß noch, als es dann 98 hieß, Maren Gilzer spielt Hauptrolle bei In aller Freundschaft, habe ich mich sehr gefreut für dich. Das freut mich, dass du dich gefreut hast. Hättest du denn damals gedacht, dass das in greifbare Nähe rückt, eine Hauptrolle in der Serie, in der wöchentlichen? Das war der zweite Sechser im Lotto. Nach dem Glücksrad war ja auch ein Sechser im Lotto. Ich habe einen Tag, nachdem die letzte Sendung Glücksrad aufgezeichnet wurde, bin ich zum Casting und die haben mich genommen und das fand ich, oh, das war schon richtig toll und natürlich zittert man dann auch, weil damals ging es eben auch schon so los, dass wenn nicht sofort die Einschaltquoten stimmten, dass dann nach der dritten Folge die Sendung wieder vom Sender genommen wird und da hatten auch wir zu kämpfen, aber zum Glück hat man der Serie eine Chance gegeben und hat gesagt, okay, wir arbeiten noch ein bisschen an den Inhalten und machen das so ein bisschen volkstümlicher und den Menschen näher, also nicht mehr ganz so der Arzt, der da mit dem Porsche vorfährt und in seiner Freizeit Araber-Stuten und Hengste züchtet, sondern ein bisschen back to basic. Und das war dann erfolgreich. Ein Jahr, nachdem du dann raus warst bei In aller Freundschaft, warst du ja beim Dschungelcamp. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wie schnell kam denn die Anfrage, nachdem du bei In aller Freundschaft weg warst? Die habe ich davor schon jedes Jahr bekommen. Und hatte ich dann immer abgelehnt. Aber dann war es halt wirklich so, wenn du aus so einer Serie rausgeschrieben wirst, aus Altersgründen, habe ich mir einfach gesagt, so, das probiere ich jetzt mal aus. Das wird von hauptsächlich jungen Leuten geguckt und dann schaust du doch mal, ob sich die jungen Leute wirklich nicht für alte Leute interessieren. Und war für mich dann natürlich so ein innerer Reichsparteitag. Dass ausgerechnet ich es dann gewonnen habe. Und vor kurzem standst du für die Roten Rosen vor der Kamera. Wie war das denn? Ja, das war natürlich unter Corona-Bedingungen nicht so ganz einfach, noch dazu eine Liebesgeschichte zu drehen. Aber irgendwie haben wir es hinbekommen und das war für mich ganz toll, weil es diese Daily Soap-Geschichten, ja, das kommt so meiner Art und Weise, wie ich gerne arbeite, sehr nahe, weil da wird nicht viel Zeit verplempert, da gehst du ans Set, da wird geschminkt, da wird gedreht und da probt man nicht tausendmal aus allen Richtungen, sondern das ist dann auch ganz schnell im Kasten und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und bei deiner Storyline geht es so ein bisschen ums Online-Dating und du hast verraten, du hast selber auch Erfahrungen, ne? Ja, ich hatte meine Freundin, die hatte mich da
blind angemeldet, weil wenn du Freunde wirbst, dann kriegst du irgendwie Prozente oder so. Und die hat mich dann angemeldet und okay, ich fand das dann auch ganz lustig und habe gesagt, okay, was du da aber über mich geschrieben hast, das muss ich nochmal überarbeiten. Und dann habe ich das auch ausprobiert und ich kann auch sagen, also es war gar nicht so übel. Und auch gerade meine Freunde und ich kenne viele, die machen das und haben damit eigentlich mehr positive als negative Erfahrungen gemacht. Aber man sollte eben doch ein teures Portal wählen, weil da doch eher die ernsthaften Interessenten dran sind. Und du bist auch als Schmuckdesignerin tätig, nach wie vor auch schon länger. Und genau, bei AstroTV unter anderem kann man sehen, wie das verkaufst. Genau, du trägst auch eins. Das ist mein Bär. Den werde ich demnächst als Premiere einführen. Das mache ich schon seit vielen Jahren. Mich mit Edelsteinen zu beschäftigen und gerade auch verbinde dann immer bestimmte Symbole mit dem dazu passenden Glücksstein. Und wenn es dann auch noch zum Sternzeichen passt, dann ist es noch mal zusätzlich etwas. Also ich mag es gerne, dass Schmuck nicht einfach nur schmückend ist, sondern eben auch noch eine Geschichte erzählt. Da gibt es diverse. Es gibt den Engel, es gibt die Freudenträne, das sind alles so. Oh, du hast dich informiert. Ja, und die werden direkt angefertigt. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwo eine Lagerhalle davon voll steht, sondern es ist wirklich mit der Bestellung. Ja, ne? Ich lege halt darauf Wert, dass es keine Massenware ist, sondern dass es möglichst eine geringe Stückzahl ist und möglichst individuell und komme dann lieber öfter mal mit neueren Designs oder setze andere Edelsteine ein. Und dann lieber in kleinen Stückzahlen. Wenn du in kleinen Stückzahlen etwas fertigst, kommt es natürlich auch öfter mal vor. Das heißt, wir haben keine Steine mehr. Wir müssen erst noch warten, bis da wieder Lieferung kommt. Da ist natürlich jetzt auch in Corona-Zeiten auch wieder schwierig gewesen mit Indien und wo oftmals Edelsteine herkommen. Und dementsprechend kann ich das auch gar nicht auf Masse fertigen und muss dann eher mal sagen, also dieses Design bekommt jetzt einen neuen Edelstein, weil im Moment ist jetzt gerade mal das Tigerauge zum Beispiel schwer zu bekommen. Und wie entsteht so ein Design in deinem Kopf und malst du das dann auf und wie läuft das bei dir? Ich bin technische Zeichnerin, das habe ich mal gelernt und dementsprechend kann ich gut auch dreidimensional zeichnen und ich mache das immer noch von Hand. Ich bin nicht so gut mit Computer. Hast du wahrscheinlich schon beim Einloggen gemerkt. Ich bin da immer noch, alles ist bei mir Handarbeit und das zeichne ich und die Zeichnungen, die schicke ich dann zu meinem Schmuckhersteller. Die sitzen in Pforzheim und die überarbeiten es dann und ich habe auch autodidaktisch das Juwelieren gelernt und weiß deswegen, was umsetzbar ist, worauf ich zu achten habe, was so die Zagen zum Beispiel angeht, wie man Steine fasst und ja, und dann schicken die mir einen Prototyp und meistens wird dann noch ein bisschen was verändert. Ich will die Anhängerschlaufe woanders haben oder größer oder kleiner. Und dann wird das produziert. Nebenbei habt ihr dann noch mal so eben diesen Shot entwickelt. Hast du denn überlegt, damit auch zu den Höhlen der Löwe, hast du mal überlegt, zur Höhle der Löwen damit zu gehen? Ja, aber da haben die gesagt, nein. Und ich nehme auch an, das lag daran, dass wir zu viel Geld haben wollten für die Anteile. Ja. Und außerdem gibt es halt, also der Shot-Markt boomt. Und ich glaube, in dem Bereich haben die auch schon einiges. Aber nicht in den Apotheken. Da gibt es nicht einen Shot. Und die sind da sehr zurückhaltend. Aber wir arbeiten jetzt mittlerweile schon zumindest mit 500 stationären Apotheken zusammen und sind vertreten in sämtlichen Online-Apotheken und sind eben auch gelistet überall. Und was steht 2021, 2022 so an? Also ich bin ja technische Zeichnerin. Man lernt nichts umsonst und habe auch Bauzeichnen gelernt und habe schon ganz viele Häuser und Wohnungen umgebaut, eigentlich mehr zum Eigenbedarf. Und jetzt erst das erste Mal auch ein Doppelhaus gebaut,
zwei Wohneinheiten, einmal unten mit Garten und oben dann mit einer schönen großen 40 Quadratmeter großen Dachterrasse und dann zusätzlich auf dem gleichen Grundstück noch ein Einfamilienhaus und das ist für uns. und da bin ich jetzt gerade sehr beschäftigt. Der Innenausbau fängt jetzt an, die Bäder, Küchen und das ganze Fliesen werden jetzt verlegt und ja, irgendwann werden die Küchen geliefert und ja, und das macht sehr viel Spaß. Und das ist etwas, was ich gerne professionell noch mehr ausbauen möchte, weil, ja, da merke ich richtig, da geht mein Herz auf, da habe ich ganz viel Leidenschaft und das würde ich gerne noch häufiger machen. Und ich glaube, das wirst du. Ich bin gespannt, was da alles noch kommt. Maren Gilzer zu Gast in der Web-Talk-Show. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke auch und noch viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Du hast noch eine unglaubliche Möglichkeit jetzt. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Du hast noch einen Moment Bedenkzeit. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Und deswegen habe ich einen tollen Tipp. Sucht euch tolle Vorbilder, wie zum Beispiel Maren, die über viele, viele Möglichkeiten immer wieder sich eine rausgesucht hat. Sie war nie in nur einem Feld tätig. Ich glaube, das wäre ihr auch zu langweilig gewesen. Das kann ich auch nur sagen. Wenn euch Leute sagen, konzentriere dich mal nur auf eins. Oh, das ist mit das Schlimmste, was du machen kannst. Das Leben ist wahnsinnig kurz. Greif zu. Wenn du erkennst, dass was nicht klappt, kannst du es immer noch weglegen. Aber probier's. Nutz die Chance, nutz das Leben. Wir sehen uns morgen 19 Uhr in der Web-Talk-Show. Und jetzt der Abschluss mit Maren Gilzer. Bis dann. Was du gerade gesagt hast, das ist genau das Richtige. Das hätte ich jetzt auch nicht besser ausdrücken können. Stellt euch möglichst weitläufig auf. Und ich weiß, dass viele jetzt Probleme auch hatten, gerade in der Corona-Zeit. Und ganz viele sind depressiv und haben einen Burnout und so. Ich kann wirklich nur sagen, konzentriert euch auf eure Freunde. Schraubt etwas zurück. Seid kreativ. Und aus kreativen Ideen entsteht auch oftmals ein neues berufliches Feld. Seid mutig und Kopf hoch. Es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Und vertraut auf eure Freunde, auf eure Familie. Rückt näher zusammen und habt Spaß zusammen. Und nichts ist so unwichtig wie der schnöde Mammon. Sorgt für eure Gesundheit und habt viel Spaß.